Und wir könnten dann beginnen mit den Aktuellen Stunden. Und zwar Top 80, andere Aktuelle Stunde, der FDP. Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger ermöglichen. Hessen muss Inflationsausgleichsgesetz im Bundesrat unterstützen. Gemeinsam mit dem Tagesordnungspunkt 98, dem Dringlichen Antrag der FDP, Drucksache 20-9353. Es beginnt der Kollege Dr. Stefan Haas. Bitte sehr, Stefan. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich weiß nicht, ob Sie diese Scheine kennen. Die sind genau 100 Jahre alt. Das ist der 100.000-Mark-Schein. Dieser Schein stammt aus der Inflation. Und Sie erraten es, wir haben Sie wieder die Inflation, auch in Hessen, nämlich mit einem sprunghaften Anstieg der Preise. Und das merkt jeder von uns täglich im Portemonnaie, beim Einkauf und auf der Stromrechnung. Meine Damen und Herren, nichts macht den Hessen im Moment mehr Sorgen als die Inflation, und das zu Recht. Wie soll ich meine Familie ernähren? Wie die Wohnung im Winter heizen oder mein Leben finanzieren? Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Inflation zerstört das Vertrauen in eine Währung. Die Inflation zerstört das Vertrauen in die Zuverlässigkeit eines Staates. Und deswegen sind Inflationsraten, Herr Frömmrich, von fast 10% brandgefährlich für unsere Demokratie. Und das müssen wir mit allen Mitteln bekämpfen. Und bereits heute versuchen ja radikale Kräfte von links und von rechts, genau aus diesen Sorgen der Menschen, aus den berechtigten Sorgen der Menschen, Kapital zu schlagen, und zwar ohne eigene realistische Vorschläge. Und deswegen müssen wir das Vertrauen in die Demokratie, in die Mitte stärken, damit die Ränder keine Chance haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, von 30.000 € Einkommen im letzten Jahr bleiben Ende dieses Jahres nur 27.000 € Kaufkraft über, weil nämlich alles teurer wird. Und der Staat verdient an dieser Entwicklung kräftig mit über die Umsatzsteuer. Und wo kamen denn die letzten Haushaltsüberschüsse her? Doch aus den gestiegenen Steuereinnahmen. Und das hat auch etwas zu tun mit den gestiegenen Preisen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Staat verdient nicht nur an der Inflation mit, er entschuldet sich auch. Und wer jetzt auf steigende Löhne hofft, der wird enttäuscht. Denn auch hier verdient der Staat bei jeder Gehaltserhöhung nämlich kräftig mit, weil die Einkommensteuer anteilig stärker steigt als der Lohn. Und das nennt man kalte Progression. Meine Damen und Herren, mehr Belastungen, wo wir fast alle weniger haben, das ist nicht nur bürgerfeindlich, das ist auch asozial, und das kann man in diesen Zeiten niemandem vermitteln. Und deswegen ist eine Anpassung des Einkommensteuertarifs keine Frage der staatlichen Gnade, sondern es ist schlicht eine Frage der Gerechtigkeit. Und ich bin in diesen Tagen froh, dass wir einen guten Finanzminister haben. Und Herr Worms, damit meine ich nicht Ihren Kollegen Boddenberg, sondern damit meine ich natürlich unseren liberalen Bundesfinanzminister Christian Lindner, der gegen alle Widerstände, ja, Herr Frömmrich, auch gegen Ihren Widerstand, zum Glück ein Inflationsausgleichsgesetz vorgelegt hat, der den Grundfreibetrag erhöht, der die Tarifeckwerte verschiebt. Und, meine Damen und Herren, das, was dem Staat durch die Inflation zugefallen ist, das soll er seinen Bürgern auch zurückgeben. Das ist nämlich das Mindeste. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade von den GRÜNEN und von der LINKEN, Sie müssen mal Schluss machen mit dem Märchen von den reichen Profiteuren. Ihre Reichen zahlen weiter den Spitzensteuersatz von 45%. Aber unser Gesetz entlastet 48 Millionen Bürger in Deutschland. Es entlastet die arbeitende Mitte, nämlich all die Menschen, die unverschuldet jetzt Probleme haben, den Maurer, die Ärztin, den Bürokaufmann, den Bäcker, den Metzger und auch die Ingenieurin. Das sind nämlich die, die hart arbeiten, die ihre Steuern zahlen und die selten in den Genuss von staatlichen Leistungen und Entlastungen kommen. Kollege
Schalauske. Das ist nämlich die Mittelschicht, der Lastesel Ihres Steuer- und Sozialstaates. Und Leistung muss sich wieder lohnen, sonst gibt es keinen Anreiz. Und sehr geehrter Herr Ministerpräsident Rhein, er ist natürlich heute Morgen nicht da. Wir Freie Demokraten machen Ihnen heute ein Angebot, nämlich das Angebot, mal etwas Konstruktives in die politische Debatte einzubringen. Das ist nämlich unser Ministerpräsident, ich weiß nicht, wo er ist, die letzten Wochen nicht gelungen. Er hat nämlich gar nichts eingebracht, außer ständiges Gemecker an allen Beschlüssen. Die Länder drohen mit Blockade im Bundesrat, hat er gesagt. Die Gaspreisbremse sei unbefriedigend. Und das Beste war ja, ich habe das Gefühl, dass die in Berlin noch am Üben sind, hat er in der Süddeutschen Zeitung gesagt. Aber eigene Vorschläge vonseiten des Ministerpräsidenten, Fehlanzeige. Wenn hier einer übt als Ministerpräsident, dann ist es Boris Rhein. Herr Kollege Dr. Naas, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich weiß nicht, wofür er steht, aber es wäre einmal die Gelegenheit, etwas Konstruktives beizutragen. Stimmen Sie dem Gesetz auf Bundesebene im Bundesrat zu. Das wäre mal eine Maßnahme für die Hessinnen und Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Naas. Wort hat, meine Damen und Herren, das Wort hat der Abg. Michael Ruhl. CDU-Fraktion. So. So schnell hätte ich nicht gedacht. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als CDU begrüßen wir selbstverständlich den Abbau der kalten Progression. In Zeiten hoher Inflation sind Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen erheblich belastet. Und eine Steuerentlastung ist daher ein wichtiger Entlastungsbaustein, zumal, das hat der Kollege Naas gesagt, die Steuereinnahmen durch die Inflation zunächst auch steigen. Aber der Inflationsausgleich ist ja keine neue Erfindung. Denn der Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag, Tarif oder auch das Kindergeld werden ja regelmäßig an steigende Preise angepasst. Aber natürlich ist der Anpassungsbedarf bei der derzeitig hohen Inflation auch besonders hoch. Deshalb ist es ja auch durchaus richtig, dass wir heute darüber sprechen. Entscheidend für uns ist aber, dass wir zu einer vernünftigen Gesamtentlastung der Bevölkerung kommen. Da ist das Thema Inflationsausgleich in der Einkommensteuer ein wichtiger Baustein, aber eben nicht die umfassende Lösung eines komplexen Problems. Und mit Blick auf steigende Kosten für Mobilität will ich ein weiteres Beispiel nennen. Wann kommt denn eine Erhöhung der Pendlerpauschale, nicht nur für Fernpendler, sondern ab dem ersten Kilometer? Die Kosten für den Weg zur Arbeitsstätte sind Werbungskosten und sollten das zu versteuernde Einkommen mindern. Diese Aufwendungen werden ja gerade deswegen aufgebracht, um Einkommen zu erzielen, aus dem dann wieder Steuern gezahlt werden. Aber zurück zum Abbau der kalten Progression. Warum kommt die eigentlich erst 2023? Die Menschen sind durch die hohe Inflation doch bereits dieses Jahr belastet. Und warum gibt es dann keine Entlastung für 2022? Und nun zu Ihrem Antrag. Offensichtlich ist sich die Ampel auch bei dieser Entlastung schon wieder uneins. Und der Kanzler weiß mal wieder nicht, was er eigentlich will. Denn warum sonst stellt denn die FDP hier einen Antrag, die Landesregierung möge den FDP-Finanzminister in seinem Anliegen unterstützen? Die Ampel ist sich uneins, und die FDP ruft nach Hilfe. Wir werden sicherlich Gelegenheit dazu haben, den Antrag auch noch im Ausschuss vertieft zu beraten. Und dann freue ich mich auf die Beratung. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Ruhl. Jetzt kommt der Abg. Bernd Vohl, AfD-Fraktion. Bitte sehr, Bernd. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Dem grundsätzlichen Anliegen dieser Aktuellen Stunde kann
und wird wohl keiner widersprechen. Wir sind uns alle einig, dass die Bürger dieses Landes angesichts der dramatischen Preisentwicklung dringend, sehr dringend sogar, entlastet werden müssen. Die Frage, die sich hier stellt, ist nur, in welchem Umfang und wer am Ende die Rechnung bezahlt. In dem vorliegenden Antrag der Freien Demokraten wird als Lösung gefordert, dass das Land Hessen dem Inflationsausgleichsgesetz unterstützen muss. Dass dieser Vorschlag nicht ausreicht, haben aber selbst die Antragsteller recht schnell erkannt und noch einen dringlichen Antrag hinterhergeschoben, der zumindest einen grundlegenden Fehler ihres Vorschlags oder besser gesagt eines Fehlers des Bundesfinanzministers Lindner auszuräumen versucht. Aber auch dieser dringliche Antrag greift zu kurz. Er beginnt damit, dass der Landtag den Gesetzentwurf der Bundesregierung begrüßen soll. Doch der vom Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf kann aber in der vorliegenden Form keinesfalls unterstützt werden, geht er doch von einer Preissteigerung von lediglich 6% aus. Zwar ist in der Ampelkoalition vereinbart worden, die werde möglicherweise noch anzupassen, doch angesichts einer Inflationsrate von inzwischen 10% muss von einer neuen und einer völlig neuen Berechnungsgrundlage für das Gesetz ausgegangen werden. Wir haben inzwischen bei der Inflation einen Wert erreicht, der zuletzt vor über 70 Jahren gemessen wurde. Dieser dramatischen Entwicklung wird der vorliegende Gesetzentwurf aus Berlin nicht gerecht, zumal der dort vorgeschlagene Ausgleich der kalten Progression nicht einmal das umsetzt, was eigentlich verfassungsgemäß ist. Liebe Kollegen von den Freien Demokraten, Ihr Vorgehen ist schon ziemlich verwunderlich. Sie haben doch selbst festgestellt, dass bei dem Gesetzentwurf Ihres Bundesfinanzministers in puncto Inflationsanpassung ein entscheidender Konstruktionsfehler besteht und fordern jetzt die Landesregierung auf, sich im Gesetzgebungsverfahren für die entsprechenden Nachbesserungen einzusetzen. Natürlich haben Sie mit Ihrer Kritik an dem Gesetz vollkommen recht. Aber warum wenden Sie sich nicht selbst an Ihren Parteivorsitzenden, sondern verlangen von der Landesregierung, dass sie sich dort einsetzt? Und Herr Naas, und Herr Dr. Naas, ich möchte noch eines dazu sagen. Sie haben eben gesagt, wir oder Sie haben die AfD gemeint, hätten keine Vorschläge gemacht. Wir haben von der AfD sind schon immer für den vollkommenen Ausgleich der kalten Progression haben wir uns eingesetzt mit konkreten Vorschlägen am richtigen Ort, nämlich im Bundestag. So haben wir zuletzt im Februar, Herr Dr. Naas, einen Gesetzesvorschlag für eine automatische Anpassung im Steuerrecht eingebracht. Und angesichts der augenblicklichen Lage wird die AfD-Bundestagsfraktion mit einem weiteren Gesetzentwurf noch einmal den Versuch starten, endlich die kalte Progression vollständig abzuschaffen. Ziel ist es, dass zukünftige Tarifeckwerte, Freigrenzen, Freibeträge, Pauschbeträge und Pauschalen an die Inflation angepasst werden, um die Steuergerechtigkeit zu erhalten und heimliche Steuererhöhungen zu verhindern. Damit wollen wir ohne Umwege dafür sorgen, dass die Bürger nicht unnötig weiter belastet werden. Anmerken möchte ich noch, dass der vorliegende Entwurf des Inflationsausgleichsgesetzes aber noch weitere Fragen aufwirft. So habe ich mich gefragt, warum die Tarifanpassung erst im nächsten Jahr gelten soll und damit inflationsbedingte Mehreinnahmen in diesem Jahr beim Staat verbleiben sollen. Wenn die Inflation nun einmal schon seit Anfang 2022 galoppiert, warum ist ein Ausgleich aber erst für 2023 vorgesehen? Völlig ungeklärt ist aber auch die eigentliche Kernfrage der Finanzierung. Im jetzt schon veralteten Gesetzentwurf der Ampelkoalition wird von jährlichen Steuermindereinnahmen von 18,5 Milliarden € ausgegangen.
wovon der Bund mit 8 Milliarden € nicht einmal die Hälfte der Kosten tragen will. Den Hauptteil sollen mit 10,5 Milliarden € Länder und Gemeinden tragen. Klar ist, bevor man eine Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf fordert, muss zuerst der Gesetzentwurf neu gefasst und in einem zweiten Schritt die Frage geklärt werden, wie viel das Land Hessen und seine Gemeinden finanzieren müssen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bernd Vohl. Nächste Rednerin ist die Abg. Miriam Dahlke, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir befinden uns zurzeit in einer Energiekrise, deren Auswirkungen auf die Menschen und Unternehmen in Hessen stärker sind, als wir es während der Corona-Pandemie und den damaligen Lockdowns erlebt haben. Putin führt einen Krieg gegen die Ukraine, aber er führt auch einen Energiekrieg gegen uns. Die Auswirkungen merken wir an den Energiepreisen und an der Inflation, die sämtliche Ziele der EZB um Längen überschreitet. Wir dürfen aber die Ursache dafür, für diese Krise, nicht vergessen. Sie liegt alleine beim Aggressor, sie liegt alleine bei Russland. Gleichzeitig können, wollen und werden wir diese Krise bewältigen. Der Staat wird zwar nicht alle Folgen des Krieges auffangen können, aber dass niemand alleine gelassen werden darf, das hat die Bundesregierung klargemacht, und das hat auch die schwarz-grüne Landesregierung von Beginn der Krise an klargemacht. Auf Bundesebene reden wir mittlerweile von 3 Entlastungspaketen in Höhe von 95 Milliarden Euro und diesem sogenannten Abwehrschirm von 200 Milliarden Euro. Und ich habe wirklich ein bisschen Mitleid mit dem Bundesfinanzminister Christian Lindner, wenn ich die Verrenkungen sehe, die er betreibt, um dieses Programm bloß nicht mit den Worten Sondervermögen und Schulden in Verbindung zu bringen. Denn über nichts anderes reden wir hier, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Abwehrschirm, Abwehrschirm. Und auch Hessen steht zusammen. Das ist das Ergebnis des Sozialgipfels, der vor knapp 2 Wochen hier in Wiesbaden stattgefunden hat. Da kommen noch einmal Entlastungen dazu, wo die Bundeswumse nicht alles abdecken können. Aber was den aktuellen Doppelwumms betrifft, der auf Bundesebene, da ist eben leider noch nicht ganz klar, wie das dann final aussehen wird. Denn, und das sollten eigentlich auch die Freien Demokraten wissen, die Entlastungen auf Bundesebene sind Gesamtpakete, für die die Bundesregierung zusammen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder eine Lösung für alles zusammenfinden müssen. Ja? Das sollten eigentlich auch Sie wissen. Und um mal meinen geschätzten Fraktionsvorsitzenden zu zitieren, Landesregierungen sind keine Filialbetriebe ihrer Bundestagsfraktionen, sondern sie müssen im Sinne der Menschen und Unternehmen in Deutschland jetzt zu einer schnellen und konstruktiven Einigung kommen. Weil alle, ich rede über Entlastungen und eure Aktuelle Stunde heißt Entlastungen, das ist das erste Wort eures Antrags. So, also alle sollte das Ziel einen, die Folgen des Krieges in der Ukraine schnell und so gut wie möglich zu bewältigen. Und jetzt hier, weil eben das Inflationsausgleichsgesetz auch im Antrag vorkommt, das ist Teil dieses Gesamtpakets. Genauso wie übrigens auch die Frage der Nachfolge des 9-Euro-Tickets, wie die Erhöhung des Wohngeldes oder die Erhöhung des Kindergeldes. Der Staat kann nicht alle Folgen verhindern, aber er muss vor allem denjenigen helfen, die die Krise nicht aus eigener Kraft bewältigen können. Und da sind von mir jetzt eben letztgenannten Maßnahmen sind da eher geeignet als der Inflationsausgleich, der einfach in absoluten Zahlen Höherverdienende ein bisschen mehr entlastet als Geringverdienende. Das ist ein Fakt. Und zur Wahrheit gehört auch, dass die Länder beim Inflationsausgleich zusammen mit den Kommunen eben mehr als 50% dieser Steuermindereinnahmen dann schultern müssten. Wenn das beschlossen wäre, würde, wäre das dann so, dass die Länder natürlich groß belastet sind.
Ich muss noch einmal daran erinnern, dass die Länderhaushalte auch einfach viel unbeweglicher sind als der Bundeshaushalt, weil wir ja so viel Personalkosten haben. Das darf man einfach nicht vergessen. Also, das ist deswegen sehr wichtig, dass man sich jetzt zügig, konstruktiv mit den Länderchefs und Chefinnen auf ein Gesamtpaket einigt. Da braucht man jetzt auch keine Vergleiche mit den 1920er Jahren anstellen, sondern ich finde es sehr durchsichtig, diese Aktuelle Stunde jetzt, wo sich Ihre Lieblingsentlastung rausgepickt haben. Sie wüssten doch eigentlich selber, wie das funktioniert in dem Zusammenspiel mit den Bundesländern und der Bundesregierung. In zwei Ländern regieren Sie doch, glaube ich, auch noch mit, oder? Sie sind doch auch im Bundesrat noch vertreten. Noch. Also, bei der letzten MPK Anfang Oktober gab es noch keine Einigung. Da hat der Bundesfinanzminister darauf verwiesen, dass er erst einmal die Steuerschätzung jetzt Ende Oktober abwarten will. Das ist etwas schade, weil die Menschen wollen jetzt schnell wissen, wie es weitergeht, wie sie im Winter noch entlastet werden. Aber dazu braucht es eben das Gesamtpaket. Wenn das steht und wenn das geschnürt ist, dann wird die Landesregierung entscheiden, wie sich zu dem Gesetz verhält. Und so lange müssen wir dann einfach noch abwarten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Dahlke. Das Wort hat jetzt der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Günter Rudolph. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen! Es ist immer klug, kann ich Ihnen, Herr Kollege Dr. Nahr, sagen, aus eigener Erfahrung, wenn man in eine Koalition geht und hat das vorher beschlossen, dass man dann auch so eine Koalition glaubwürdig vertritt. Opposition und Regierung zugleich funktioniert in aller Regel nicht. Glauben Sie mir, wir haben die ein oder andere Erfahrung. Ja, es war ja freundlicher Hinweis, mehr mache ich ja dazu nicht. Die Menschen in unserem Land bedrückt natürlich schon die Sorgen über eine Inflation. Kann ich die Gas-, kann ich die Strompreise noch bezahlen? Das muss man ernst nehmen, finde ich, in der Politik. Aber wir sollten auch nicht vergessen, was die Ursachen sind. Das ist der Aggressionskrieg von Putin. Es ist der Angebots-, der Preisschock wegen der Energieknappheit. Und deswegen ist es übrigens auch richtig, dass wir dann Zufallsgewinne abschöpfen als Staat, um Einnahmen zu generieren, dass nicht andere noch an der Krise verdienen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und mit dem jetzt vorliegenden Inflationsausgleichsgesetz der Koalition, eben hatte ich fast den Eindruck, es ist ein Gesetzentwurf der FDP. Nein, es ist ein Gesetzentwurf der Ampel in Berlin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wollen wir, dass Entlastungen zustande kommen? Es gibt Schwerpunkte, einen höheren Grundfreibetrag, das ist vernünftig. Der Ausgleich der kalten Progression ist ein Thema, was Menschen bewegt. Und auch drin in diesem Gesetz ist die Unterstützung von Familien, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich sage, unser Schwerpunkt als SPD ist jetzt nicht der zweitbesitzende Porsche-Fahrer. Das ist nicht unser Kernschwerpunkt, um es mal freundlich zu formulieren, sondern diejenigen, die tatsächlich Hilfe brauchen. Das sind Familien, insbesondere auch mit Kindern. Und denen müssen wir passgenau helfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir müssen deutlich machen, dass Populisten mit ihren einfachen Lösungen nicht noch politischen Honig daraus saugen können. Das wird nämlich versucht, weil vorhin der Vergleich zu den 20er Jahren kam. Die Weimarer Republik ist daran gescheitert, dass die Demokratie nicht stabil war und dass diejenigen, die zum Untergang mit beigetragen haben, auch dafür verantwortlich sind. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir haben ein stabiles Wirtschafts- und Sozialsystem, und das muss Menschen Sicherheit geben. Das unterscheidet uns auch von anderen Ländern. Das haben wir auch bei den letzten Wahlen gesehen. Ja, die rechten Populisten haben leider jetzt etwas dazugewonnen, aber 90% haben die Mitte gewählt. Auch das ist ein gutes Signal, unterscheidet uns von anderen Ländern, und daran sollten wir gemeinsam weiterarbeiten. Weil ich dazwischenrufe von der fünften Kolonne Moskaus höre, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Demokratie muss sich wehren. Die Demokratie muss sich wehren gegen diejenigen, die Sorgen, Nöte und Ängste der Menschen für parteipolitisches Kalkül missbrauchen wollen. Die Lage ist viel zu ernst dafür, um solche Spielchen zu machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollegin Dahl. Moment, Herr Kollege. Der Kollege Lambrou wollte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Ob das ausreichend ist, werden wir sehen. Ich sehe im Übrigen Bund und Länder gemeinsam in der Verantwortung. Also die Länder können sich auch nicht mal davon stehlen. Das Land Hessen hat im Haushaltsentwurf 23/24
keinen Euro für Entlastungspakete. Und ich sage mal bei dem Thema Regionalisierungsmittel, das ist nicht nur eine Aktion und Veranstaltung des Bundes. Ich erwarte auch, dass es mehr als 3% Landeszuschuss für die Unterstützung der Verkehrsverbünde gibt. Und das mal sehr deutlich zu sagen. Sehr deutlich zu sagen. Die Ampel in Berlin hat Direktzahlungen auf, wie den Kinderbonus, Energiepreispauschale von 300 Rentnerinnen und Rentner bekommen das, Heizkostenzuschüsse für Studierende. Jetzt werden wir das Kindergeld erhöhen und die Kinderfreibeträge rückwirkend machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind sehr konkrete Maßnahmen. Auch die helfen, die Folgen von exorbitanten Preissteigerungen abzufedern. Aber das kostet richtig viel Geld. Wir haben das eben gehört. Es muss natürlich auch finanziert werden. Aber wenn das keine Notsituation ist, dann frage ich, wann ist eine Notsituation? So etwas haben wir in Deutschland seit 1945 nicht mehr erlebt. Und deswegen, ja, ein Inflationsausgleichsgesetz ist ein richtiger Ansatz, wird nicht alle Probleme lösen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir müssen aufpassen, dass nicht diejenigen davon profitieren, die eigentlich das eher schultern können als andere. Weil das ist eine Frage von sozialer Gerechtigkeit. Und deswegen ist das in Berlin natürlich in der Diskussion. Und die Frage ist, wie finanziere ich das? Da darf ich das nicht wie eine Monstranz vor uns hertragen, sondern da müssen wir auch schauen, Zufallsgewinne abschöpfen. Und wir müssen dann auch sehen, dass die Wirtschaft am Leben erhalten werden kann. Denn wenn Firmen etwa Produktionsketten unterbrochen bekommen, Arbeitnehmer entlassen werden, kostet übrigens das auch Geld. Und dann wieder was aufzubauen, wird auch nicht funktionieren. Von daher, ja, Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen. Die Inflation ist ein Thema, was viele Menschen bedrückt. Es gibt Antworten aus Berlin. Sie werden auch noch nachgesteuert an der einen oder anderen Stelle. Es ist vernünftig. Und das ist eine Aktion, wo ich den Bund in der Verantwortung sehe, aber genauso die 16 Bundesländer. Und Sie sagen ja so schön, die Länder werden nicht mitgenommen vom Bund. Ich erinnere Sie daran, ob Sie dann beispielsweise Ihre Städte, Gemeinden und Landkreise in Hessen genauso mitnehmen oder ob Sie genauso Entscheidungen verkünden, wie es der Bund macht. Also von daher werden wir das beim Thema Glaubwürdigkeit überprüfen. Aber entscheidend ist, die Politik ist handlungsfähig. Sie gibt die Antworten. Dazu sind wir in Berlin bereit. Und wir haben auch in Hessen angeboten, gemeinsam ein Entlastungspaket auf den Weg zu bringen, um das Bundesprogramm zu ergänzen. Ich finde, die Menschen müssen Antworten in der Krise bekommen von demokratischen, seriösen Parteien. Die anderen müssen uns nicht interessieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Günter Rudolph. Jetzt spricht der Abg. Jan Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr, Herrn. Meine Damen und Herren, wie oft soll ich es noch sagen, wenn ein Redner ans Pult geht? Hatten wir uns einmal vereinbart, dass wir ihn nicht mit Begleitmusik von allen Seiten her begrüßen? Seid doch so lieb. Bitte sehr, Jan Schalauske, das Wort. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, lassen Sie uns mal darüber reden, warum denn eigentlich diese Aktuelle Stunde der FDP heute hier stattfindet. Die FDP hat nämlich ein Problem. Sie regiert im Bund mit zwei Parteien, die von den FDP-Wählern als viel zu links wahrgenommen werden. Jetzt geht in der FDP die große Sorge um, die Wähler könnten auch die FDP als viel zu links wahrnehmen. Also muss die FDP versuchen, wieder ihr Profil zu gewinnen. Und das versucht sie am besten, indem sie ganz offensichtlich durchschaubar das macht, was sie am besten kann, nämlich gasklare, marktradikale Politik aus der extremen Mitte, um die Stammklientel bei Laune zu halten. Und deshalb werben Sie heute hier im Landtag für ein Bundesgesetz Ihres Finanzministers, mit dem angeblich die kalte Progression bekämpft werden soll und angeblich die Menschen in der Krise entlastet werden sollen. Jetzt hat niemand etwas dagegen, die Menschen in der Krise zu entlasten, nämlich die, die dringend darauf angewiesen sind. Das fordern wir ja, das ist Ihnen nur leider nicht aufgefallen, von den Regierenden im Bund und Land seit Wochen. Und im Übrigen kritisieren wir die schwarz-grüne Landesregierung dafür, dass sie in ihrem Verantwortungsbereich überhaupt nichts liefert. Die besten Entlastungen wären auch dauerhafte Unterstützung statt Einmalzahlungen, die verpuffen. Wichtige Entlastung wäre ein richtiger Gaspreisdeckel, der ab sofort gilt, nicht erst, wenn Herbst und Winter vorbei sind, mit Grundkontingent und sozial ausgewogen. Und die beste Entlastung wäre endlich eine Anschlusslösung für das 9-Euro-Ticket, das Mobilität für so viele Menschen sichergestellt hat. Aber leider darum geht es der FDP überhaupt nicht, wenn es um Entlastung geht, sondern das, was Ihnen beim Thema Entlastung einfällt, mit Ihrem Bundesfinanzminister Lindner in Berlin, das sind Steuersenkungen für Reiche. Und ich will Ihnen auch erklären, warum. Die FDP schreibt zwar, es würden 48 Millionen Menschen in Deutschland profitieren,
Aber was bedeutet denn das im Umkehrschluss? Nämlich, dass 35 Millionen Menschen von dieser Entlastung rein gar nichts haben. Und das sind ausgerechnet die Menschen mit geringen Einkommen. So viel zum Thema gerechte und soziale Ausgestaltung, Herr Kollege Rudolph. Und knapp 70 Prozent der rund 10 Milliarden, die Lindners Vorschlag kosten würde, werden den 30% der Menschen mit dem höchsten Einkommen zugutekommen. Das reichste Drittel profitiert am meisten von diesem Steuergeschenk, durchgesetzt von der FDP. Die 40% der Menschen mit dem geringsten Einkommen dagegen, die werden wenig bis gar nichts von diesem Inflationsausgleich haben. Das ist ein Vorschlag der extremen Mitte, der Marktradikalen aus der extremen Mitte, meine Damen und Herren. Der Vorschlag ist auch keine Entlastung für breite Teile der Bevölkerung, sondern es ist eine Steuersenkung zugunsten von Besserverdienenden. Klar, dass die FDP so etwas will. Bedauerlich, dass SPD und GRÜNE das mitmachen. DIE LINKE auf jeden Fall lehnt solche Vorschläge deutlich ab. Und das reicht Ihnen ja noch nicht. Sie wollen das dann. Sie wollen zukünftig die Einkommensteuer regelmäßig an die Inflation anpassen. Die Inflationsrate frisst gerade die Löhne auf, die Energiepreise explodieren, und Sie stellen so eine absurde Forderung. Sie wollen, dass die Steuern für die Reichen sinken, weil der Gaspreis sich vervielfacht. Das muss man sich einmal vorstellen. Und natürlich könnte man auch darüber reden, wie man die Steuern für kleinere und mittlere Einkommen senkt. Allerdings nicht mit einer Steuersenkung, die vor allem bei hohen Einkommen ankommt. Gerade in der Krise könnte der Staat da auch mehr tun, um inflationsbedingte Steuermehreinnahmen vor allem Menschen mit geringem Einkommen zurückzugeben. Man könnte darüber reden, vielleicht die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf Null zu senken. Das würde nämlich Menschen mit kleinem und geringem Einkommen direkt helfen. Deren Problem ist nicht der Spitzensteuer, sondern dass die Butter 49%, Speiseöl 81% und das Mehl um 34% teurer geworden ist. Die Menschen, die aber denen Butter und Brot zu teuer werden, denen will jetzt die FDP die Steuern für die Reichen senken. Ich sage es noch einmal, das ist der marktradikale Extremismus der selbsternannten Mitte, und der findet unseren Widerstand. Das muss zum Wohle der Menschen verhindert werden. Es gibt Alternativen zur Steuerpolitik dieser hektisch gelb-linken Ampel in Berlin. Das sind gezielte Entlastungen für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, für die Mehrheit der Bevölkerung. Die aber haben die Marktradikalen nicht im Blick. Und für deren Entlastung werden wir hier weiter kämpfen. Und deswegen lehnen wir diesen Antrag eindeutig ab. Vielen Dank, Kollege Schalauske, für die Landesregierung. Es spricht der Staatssekretär Dr. Martin Worms. Bitte sehr. Ja, Herr Präsident, nach der Radikalität auf allen Ebenen, Hohes Haus, Inflation, mit diesem Begriff verbinden viele ein Schreckensbild, zumal in Deutschland zwei Hyperinflationen im vergangenen Jahrhundert nach den beiden Weltkriegen haben sich tief ins nationale Gedächtnis eingebrannt. Und Herr Naas, ich habe auch einmal nachgeschaut in der Vergangenheit. Wir hatten im Mai 2023 einen Brotpreis für einen Laib Brot von 474 Mark. Im November 2023, also vor 100 Jahren, waren es dann 5,6 Milliarden Mark. Der 100.000-Euro-Markschein, den Sie mitgebracht haben, hätte dabei weit nicht ausgereicht. Nun sind wir von solchen Hyperwerten natürlich derzeit, Gott sei Dank, noch meilenweit entfernt, aber eine Inflationsrate von aktuell um die 10% gibt natürlich Anlass zur Sorge. Sorge auch deshalb, weil Inflation ein Stück weit mit Zahnpasta vergleichbar ist. Sie kommt nämlich leicht aus der Tube, aber man bekommt sie nur sehr, sehr schwer wieder rein. Vor allem dann, wenn die Ursachen für die steigenden Inflationsraten zum großen Teil auf exogene Faktoren, die Gründe sind schon angesprochen worden, Ukraine-Krieg, explodierende Energiepreise zurückzuführen sind. Und in dieser Situation hat die Bundesregierung den Entwurf eines Inflationsausgleichsgesetzes, nicht Inflationsbekämpfungsgesetz, sondern es geht um ein Inflationsausgleichsgesetz, am 16. Dezember dem Bundesrat zugeleitet. Der Bundesrat wird sich in seiner Sitzung am 21. Oktober mit dem Gesetzentwurf befassen und über eine Stellungnahme gemäß Artikel 76 Absatz 2 Grundgesetz beraten und beschließen.
Und in dem Gesetzentwurf, es ist schon angesprochen worden, geht es im Wesentlichen um zwei Aspekte. Erstens die Anhebung des Grundfreibetrages, des Kinderfreibetrages und des Kindergeldes, welche das Existenzminimum von Erwachsenen und Kindern von Einkommensteuer befreien. Dieser Teil ist verfassungsrechtlich erforderlich und steht nicht zur Disposition des Gesetzgebers. Und zweitens geht es darum, durch die Anpassung des Einkommensteuertarifs die sogenannte kalte Progression abzubauen. Kalte Progression, das wissen Sie, entsteht, wenn bei der Besteuerung des Nominaleinkommens nicht berücksichtigt wird, dass sein realer Gegenwert durch Inflation gemindert ist. Genau diesen Effekt soll die Anpassung des Einkommensteuertarifs vermeiden. Und daher ist der Abbau der kalten Progression auch keine Steuersenkung im eigentlichen Sinne, sondern nur ein Neutralisieren der Inflation. Bei diesem Teil geht es nicht um verfassungsrechtliche Gebote und Zwangsläufigkeiten, sondern vielmehr um politische Gestaltungen der Tarifgestaltung. Dies zeigt sich schon daran, auch das ist auf es hingewiesen worden, dass diesmal die für die reichen Steuer von 45% maßgebliche Einkommensgrenze nicht erhöht wird. Und seit zehn Jahren überprüft die Bundesregierung die kalte Progression regelmäßig im Abstand von 2 Jahren. Hierzu veröffentlicht sie Steuerprogressionsberichte. Auch über die Existenzminima von Erwachsenen und Kindern berichtet sie in diesem 2-jährigen Turnus. Und genau hier liegt ein Problem. Denn der aktuelle Bericht zur Steuerprogression und zum Existenzminimum liegt noch nicht vor. Er wird erst im Laufe des Herbstes kommen. Der Entwurf des Inflationsausgleichsgesetzes nimmt also die gesetzlichen Anpassungen im Vorgriff auf diese Berichte vor. Folglich können wir als Länder deshalb zurzeit noch nicht abschließend beurteilen, ob die gesetzlichen Anpassungen auch tatsächlich ausreichen oder ob sie im Lichte der dann vorgelegten Berichte möglicherweise nochmals verändert werden müssen. Das Gesetz entlastet die Steuerzahler um 18,5 Milliarden Euro jährlich. Auch darauf ist schon hingewiesen worden, wovon auf die Länder 7,7 Milliarden und 2,7 Milliarden auf die gemeindliche Ebene entfallen. Und diese Beträge können nochmals deutlich steigen, wenn die Berichte eine stärkere Erhöhung der Freibeträge erforderlich machen sollten. In gewisser Weise gleicht also die Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzentwurf einem Kauf der Katze im Sack. Der Bundesrat nimmt zu etwas Stellung, was noch nicht klar ist. Etwas, das sich im Laufe der parlamentarischen Beratung nochmals in finanziell erheblichem Ausmaß auch verändern kann. Und hinzu kommt noch Folgendes. Das Inflationsausgleichsgesetz ist Bestandteil des Entlastungspaketes 3 der Bundesregierung. Und die Verteilung der Finanzlasten aus diesem Paket zwischen Bund und Ländern sind nach wie vor streitig. Dass die hessische FDP mit ihrer Forderung anlässlich der Aktuellen Stunde den Bundesfinanzminister in diesem Verhandlungsprozess von Hessen aus unterstützen will, ist auf den ersten Blick verständlich. Allerdings verkennt dieses Anliegen, dass die hessische Landesregierung zuallererst die Interessen des Landes und nicht die der Bundesregierung zu vertreten hat. Um erst gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen und es klar zu sagen, die Hessische Landesregierung unterstützt Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger, gerade in diesen Zeiten. Aber klar ist doch auch hinsichtlich der Frage, wer welchen Anteil an der Finanzierung des Entlastungspaketes zu tragen hat, gibt es nach wie vor Streit zwischen Bund und den Ländern. Vorschnelle Festlegungen, wie von der FDP gewünscht, sind da nicht hilfreich. Sie würden die Verhandlungsspielräume der Länder unnötigerweise einengen. Das kann eigentlich auch die hessische FDP nicht ernsthaft wünschen. Vielen Dank. Herr Staatssekretär, herzlichen Dank. Wir sind am Ende der Aussprache.
und hatten den Punkt 98, Dringlicher Antrag Fraktion der FDP. Soll direkt abgestimmt werden? Nein. In WVA? Gut, dann wird er überwiesen in den WVA. Bevor wir zur nächsten Aktuellen Stunde kommen, eingegangen an den Plätzen verteilt, Dringlicher Entschließungsantrag Fraktion CDU, Bündnis 90 Die Grünen, frühkindliche Bildung steht im Fokus des Landes. Dringlichkeit wird allgemein bejaht. Dann wird dies Top 102. Und wir können dies mit dem Top 64 aufrufen. Auch gut.